Yo Leute, was geht ab? Okay, Frank wieder back mit einem ganz stabilen, freshen Full Brasier Squad Builder Battle. Leute, make some noise to special guest Enzar. Was geht ab, meine Freunde? Was geht ab? Freue mich auf jeden Fall wieder am Start zu sein. Ey, das wird ein geiles Video, geiles Konzept. Let's go! Yes, Leute, ihr wisst, wie der Hase läuft. Wir machen hier ein fulles Team auf beiden Seiten. Es dürfen Brasilianer spielen, egal ob Icon, Hero, Frau, Mann. Transgender, whatever, man. Ihr kennt die Vibes auf jeden Fall. Leute, wenn euch das Ganze gefällt, lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da und ein kostenloses Abo. Checkt auf jeden Fall auch gerne Enzar aus. Erster Link in der Videobeschreibung. Ich würde sagen, bei Scheiß auf Likes, Leute. Liked einfach, wenn euch das gefällt. Dislike, wenn euch das nicht gefällt. Aber wenn ihr uns supporten wollt, macht ihr das. Ich spiele 4-4-2. Was spielst du? 4-2-3-1, die zweite, Bro. Und ich halt auch direkt rein, Jungs. Einfach direkt. Full Brasil, wie du schon gesagt hast. Was hältst du? Stürmer, LM? Stürmer und RM. Okay, der Mann ist vorsichtig. Erstmal zwei Picks. Achso. Aha. Okay. Im Sturm, ich habe einiges an Auswahl. Kaká, Golasso, Casemiro, Rodrigo. Aber ich nehme Roberto Firmino. Was ist das für eine Karte? Ich habe lange nicht mehr gesehen. Eiskarte. Okay, Firmino Eis, sehr, sehr nice. Und im rechten Mittelfeld würde ich liebend gern, ich mach's nochmal eklig, damit der sieht auch sehr, sehr pervers aus. Aber ich glaube, ich nehme Maicon mittendrin. Der hat Showdown Plus Karte bekommen. Yes, das sind meine beiden Spieler. Ja, Bro, ich bin komplett, also ich habe komplett verkackt. Ich habe Richarlison und Gabriel Jesus aufgeschrieben. Ich glaube, Richarlison kann gar nicht rechts Mittelfeld, sondern nur rechts Flügel. Aber ja, ich wäre so und so nicht drauf gekommen, deshalb ist eigentlich egal von meiner Seite aus. Du kannst gerne dann dein Board reinhalten, Bro. Safe, mein Board ist oben. Ich bin heiß. Du bist heiß, okay, gut. Okay. ZOM hast du aufgeschrieben, RM und LM, oder? Yes, genau, ich habe drei Picks. Okay, Bro. ZOM ist bei mir eine sehr geile Karte, die ich noch nie gespielt habe in diesem FIFA, und zwar Malcolm von Al-Hilal. 4-4, geile Stats. Links Mittelfeld ist dann auch eine billigere Karte, und zwar Galeno, hat aber nice Stats. Und rechts Mittelfeld spiele ich die nächste Icon, und zwar, weil wir meinen, es ist egal wie viele Icons wir haben, deswegen habe ich recht, Jorginho. Okay, macht er mal gut, Rafinha, Vinicius, Sokrates, damit darfst du alle behalten. Nice. Sehr gut. Nice. Alright, Leute, weiter geht's. Wir kommen zu den nächsten Mittelfeldpositionen. Ich halte mein Board hoch, ich bin gespannt. Okay, ich habe zwei coole Karten eigentlich, ne? Das heißt, cool, zum Spielen sind sie cool, preislich sind sie jetzt, ja, einer geht fit. Und zwar habe ich Fabinho, die FC Pro Life Karte. Und auf dem rechten ZM, eine sehr coole Karte, aber scheiße, mir fällt gerade auf, der hat das letzte Mal bei der Aufnahme auch aufgeschrieben. Ramirez. Oh, ich habe mich für zwei normale Karten entschieden. Also ich habe Casemiro aufgeschrieben und logischerweise Fabinho. Sprich, da wird auf jeden Fall ein Bronze-Keeper spielen. Ich dachte, du bist safe Ramirez-Rad, aber Fabinho hätte ich nicht gedacht, Mann. Ja. Ach, Mann. Ey, Jungs, und falls wir ein bisschen toter wirken, ist es gerade 1 Uhr morgens, wir sind beide tot. Wir dürfen nicht so laut sein, sonst Polizei genau, und alles muss nicht sein. Echt schlimm. Den. Bei mir, ich habe 27 Geschwister hier im Zimmer, deswegen. Ja. Ich halte rein, komm. Alright, komm, kommen wir zu meinen Spielern. Ich sag so, ich muss ein bisschen mein Game upsteppen, aber ich mache entspannt. Alex Tejes, wir machen weiter mit Eiskarten. Bruno Gumiaris, sag ehrlich, ich habe einfach keine anderen da gehabt. Und im linken Mittelfeld brauchen wir mal ein bisschen was Teureres. Ronaldinho. Oh mein Gott, ich dachte, du bist billiger gegen, Bro. GG's, Mann. Ich habe Ramirez, Touré, Galeno. Du hast Touré in einem Full Brasil SBB aufgeschrieben. Boah! Warte! Bro! Ey, Schock! Meine Augen hatten diese Schock! Schön! Ey, Jungs, ehrlich, ich bin viel zu müde. Ich habe einfach ZDMs durchgeguckt, habe gesehen, aha, ich habe Touré, ich habe einfach Touré auf. Bruder, das heißt hart. Ich bekomme diese Kommentare mit Ende so lost. Okay, Jungs, ich habe ja zwei Franzosen auch geschrieben. Nicht Spaß. Okay, Bro, zwei Namen sind auf jeden Fall da. Alright. Let's go. Ich bin da, Bruder. Ich war kurz. Easy. Ich dachte, du bist schon am Schlafen, Mann.
Nein, Bro, schlafen nicht, Mann. Roberto Carlos, Future Star Icon links, kann man vielleicht haben, sag ich ehrlich. Und rechts spielen wir Jan Kutu. Rechts hast du wen? Jan Kutu. Ah, ja, ich habe Roberto Carlos und Carlos Alberto. Das heißt, Roberto Carlos raus, Bronze-Keeper rein, mein Brother. Boah, gar nicht, schmeckt gar nicht, sag ich dir so, was ist, Digga. Aber okay, machen wir denn so. Ich halt für dich sofort hoch. Jetzt. Alles entspannt, ich mach nebenbei so ein bisschen Kopfhörer tauschen, so, du weißt, wie es ist. Bro, warte schon um. Warte schon um? Ah, okay, okay, okay. Easy. Linksverteidiger bei mir. Linksverteidiger ist Alex Tesch. Und rechts habe ich die nächste Ikona, und zwar Cafu. Macht der Mann gut. Alexandro, Carlos, Alberto, spricht er das doch alle behalten? Alright, Leute, riesengroßes Finale. Die letzten drei Picks. Ich hoffe, dass ich da auf jeden Fall nochmal einen weiteren Stinkstiefel reindrücken kann. Dann baut es um. Okay, Bro. Ich guck mal, so was ich hier nochmal spiele. So, linker Innenverteidiger Eder Militao, rechter Innenverteidiger Bremer und dem Tor. Es gab nicht so viele Alternativen, deswegen bin ich auf Ederson gegangen. Geil. 2 von 3 einfach bekommen. Was? Ederson und Eder Militao. Jawoll. Boah, das macht gar keinen Spaß. Ja, ich weiß. Bronze Torwart, Bronze Innenverteidigung. Aber das Ding ist, ich will gar nicht so happy sein, weil am Ende des Tages so, du kannst auch noch, du kannst sogar 3 von 3 von mir treffen, so, ne? Boah, Mann, das bockt jetzt gar nicht. Ja, das bockt ja, komm, ich halt rein. Okay, kommen wir zu meinem Spiel und ich muss auch ein bisschen mit Kopf machen, sag ich ehrlich, weil sonst sieht es bei mir auch so aus. Ich würde gerne Carlos Alberto und Thiago Silva spielen in der Innenverteidigung. Und im Tor, ich habe ja mit Alisson oder Ederson, komm, ich spiele Alisson. Ich glaube auch, dass du Ederson aufgeschrieben hast. Boah, das ist zu krass. Ich habe Bremer, Carlos Alberto und Alisson aufgeschrieben. Oh mein Gott, also auch 2 raus hier, Digga. Digga, einfach beide Innenverteidiger und Torhüter getroffen. Nice, Bro. Digga, was ist das denn? Sehr cool. Sowas liebe ich doch. Ja. Oh. Ey. Junge, du hattest doch den Ball gepitcht, Digga. Du hattest doch den Ball. Vinicius Junior. Oh, Keeper, gib den Ball. Digga, ich verliere die Ball so dumm. Oh mein Gott. Diese Power-Shots, ne? Das ist so Quatsch, Digga. Oh mein Gott, Melken, grüner Teil finde ich wonderful. Oh mein Gott, was ein Pass. Gar kein Fliegen. Oh mein Gott. Das ist so. Kann ehrlich nichts machen, Digga. Digga, guck dir das, der Pass geht durch, der. Ja, natürlich! Richtig. Kuto. Flach. Junge, warum schießt du so schlecht? Vinicius, Mann! Ehrlich, mach ordentlich! Oh mein Gott, Galeno ist am Shooten. Digga. Ja, Vinicius sehr gut gezogen. Ronaldinho. Oh mein Gott, Alter. Ey, was sehen hier meine Augen, Mann? Das ist wieder zu viel. Vinicius. Okay, yes, Mann. Vinicius. Oh mein Gott. Ich kann nicht mehr mit diesem Spiel. Das macht gar keinen Sinn, dass er nicht mehr aufs Tor geht. Ja. Nein. Und er täuscht mich nicht. Jawoll, Digga. Wie hält er den nicht, aber andere Bälle schon, Alter. Er spielt einfach komplett komisch, so weird. Das ganze Spiel. Das ist eigentlich ein sehr komisches Spiel. Super, Mann. Super. Oh mein Gott. Ey, ich kann nicht mehr mit diesem Spiel. Ich kann nicht mehr. So dreckig, Digga. Wieso so dreckig? Was? Ich mag keine Niederlage mehr. Oh, ja, ehrlich, war verdient. Ich habe echt nicht gut gespielt. Du hast gut gespielt heute, Digga. Okidoki, Leute, Team steht. Boah. Gänsehaut, Mann. Ich hab Gänsehaut. Bro, ich sag dir ehrlich,
Ich habe echt die letzten Male immer was im Mittelfeld, Sturm und so weiter genommen. Da kam aber, wie gesagt, immer nie was Gutes. Deswegen gehe ich einfach mal simpel. Man stellt oft seine Stürme einfach mal in die Verteidigung oder die guten Spieler. Das sind nämlich deine beiden Innenverteidiger und doch der rechten Verteidiger. Ja, ist okay. Also ich sag so, die teuersten aus dem Team, Vinicius und Ronaldinho, die waren beide im Mittelfeld, RM und RZM. Hättest du mich komplett genockt. Aber du hast Malcolm Showdown SBC getroffen, Jan Kuto und Yildirim. Ich hau die beiden mal in die SBC. Okidoki, Leute, ihr seht es. Das Team um Jan Kuto und Malcolm ist abgegeben. Genau jetzt. Ja, nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. Ich überlasse Enzo die letzten Worte. Jungs, support Alfredo. Bester Mann, wirklich bester Mann. Es gibt keinen besseren Alfredo. Haut rein, Jungs. Pass auf euch auf.